Herzlich willkommen zu einem ganz, ganz anderen Video. Also ein Video, das wir so überhaupt noch nie hatten. Denn es ist eine Art Erklärungsvideo. Und zwar war ich ja jetzt in Italien auf Urlaub. Und in diesem Italien-Urlaub habe ich relativ oft die Frage gehört, warum gibt es eigentlich Polizia und Carabinieri? Warum ist das nicht eins, warum gibt es nicht nur eine Polizei? Und genau das werde ich heute erklären, was da genau der Unterschied dran ist, und zwar anhand von GTA mit Beispielen, so wie wir es halt gewohnt sind vor perfekter Kulisse im Filmstudio. Also dann würde ich sagen, kommt jetzt das Intro und dann geht's los. Wie man im Wesentlichen schon gesehen hat, gibt es in Italien eigentlich drei große Polizeiarten. Das sind zum einen die Polizia oder Polizia di Stato ganz genau, die Carabinieri und die Guardia di Finanza. Was die Guardia di Finanza lasse ich in diesem Fall weg, das ist nämlich wieder Zoll und der ist für ganz normale Leute nicht relevant, außer bei Zollgeschichten. Die lasse ich jetzt hier erstmal weg. Für uns am relevantesten hier in dem Fall die Polizia und die Carabinieri. Was ist jetzt denn der große Unterschied zwischen den beiden? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Warum gibt es nicht eine Polizia? Ja, der große Unterschied zwischen den beiden ist, Polizia, wie wir sie hier sehen in der hellblauen Lackierung, die Polizia ist zivil und die Carabinieri militärisch. Bedeutet, die Polizia ist grundsätzlich eine Zivilorganisation, untersteht dem dem Innenministerium in Italien, in Rom, und hat somit als Vorsitzenden den Innenminister, also aktuell nach aktuellem Stand den italienischen Innenminister Salvini. Die Carabinieri unterstehen dem Militär. Sie sind auch sozusagen die Gendarmerie, wie sie in Frankreich zum Beispiel oder es sie noch gibt. Denn auch in Frankreich sind die Polizeikräfte geteilt in Police und Gendarmerie. Die Gendarmerie in diesem Fall eher in ländlichen Gegenden, die Polizei in den städtischen. Und auch so und so ungefähr läuft das dann auch in Italien ab. Es gibt auch Carabinieri-Posten in Städten. Also in der Stadt, wo ich war in Modena, und auch dort hat es einen Carabinieri-Posten gegeben. Aber ansonsten fokussiert sich die Carabinieri eher auf den ländlichen Teil, also sprich auf die große Landschaft in Italien. Und in den größeren Städten findet man eher die Polizia, Polizia di Stato, oder die Polizia Municipale. So, die Polizia Municipale ist eine mehr oder weniger noch zivilere Angelegenheit, die untersteht nämlich nicht dem Innenministerium, sondern eigentlich der Stadt, also sprich dem Stadtsenat, dem Bürgermeister etc. Die ist aber auch eher unwichtig, denn auch die mehr oder weniger untersteht der Polizei, der Polizia. Die Polizia di Stato hat dann noch Untergliederungen, wie zum Beispiel die Polizia Stradale. Das ist mehr oder weniger die Verkehrspolizei. Oder eben auch Dinge wie die Gebirgspolizei, die Polizia in Montagna. Oder auch die Polizia dell'Immigrazione, das ist mehr oder weniger die Grenzpolizei. Und solche Dinge untersteht der Polizia. Und die Carabinieri sind mehr oder weniger einheitlich gegliedert. Also es gibt nur die Carabinieri und es gibt da keine Untergliederungen. Bedeutet, um Teil der Carabinieri zu werden, muss man beim Militär sein. Um Teil der Polizia zu werden, muss man Polizist sein. Das ist eigentlich der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden Organisationen. Noch hier nochmal zu unterstreichen, wir haben nochmal zur Vorstellung auch die Uniformen der Polizia in dunkel, der Carabinieri in hell. Woran man die Carabinieri schön erkennt, ist das Markenzeichen, das Grenadierabzeichen, eben hier am Hut und auf der Gürtelschnalle. Wenn genau hingehen, sieht man das vielleicht. Das ist das Markenzeichen, denn im Endeffekt gehen die Carabinieri aus aus dem Grenadierkommando hervor. Und ja, bei der Polizia, das sind die ganz normalen Polizisten, die haben in jedem Land eine andere Uniform. Und die unterscheiden sich, die haben jetzt keine großartigen Abzeichen. Das war eigentlich das Wesentlichste. Und der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden, vergleichbar noch ungefähr am Ende, vergleichbar
mit der Polizia sind so ziemlich eben alle Polizeiorganisationen, zum Beispiel in Deutschland die deutsche Polizei, die österreichische Polizei. Ich nehme jetzt hier einmal den österreichischen Ding her, weil das ist also den Vergleich zum österreichischen Polizei- und Militärsystem. In Österreich gibt es die Polizei, wie hier, und es gibt eben die Militärstreife. Die ist aber eher unwichtig in Österreich. Die Carabinieri in Italien ist sehr, sehr wichtig, eben weil sie für sämtliche ländliche Gebiete hergenommen wird. Das gleiche System gab es auch in Österreich bis 2004, glaube ich. Da gab es dann den Unterschied zwischen Polizei und Gendarmerie. Da gab es die Gendarmerie auf dem Land und die Polizei in der Stadt. Und ungefähr so läuft es jetzt in Italien ab. Die Polizia gibt es in der Stadt zusammen mit der Polizia Municipale und die Carabinieri eigentlich hauptsächlich bis ausschließlich auf dem Land. Natürlich gibt es dann auch zwischendrin kleinere Polizeistellen, auch in größeren Städten. Aber im Wesentlichen ist die Carabinieri fürs Land und die Polizia für die Stadt zuständig. Ich hoffe, ich konnte damit jetzt mal einigen Leuten helfen, die nicht wussten, was der Unterschied zwischen Polizia und Carabinieri ist. Ich kann euch auch mal gern die Wikipedia-Seiten von beiden verlinken, wenn ihr da nochmal genau nachlesen wollt. Und damit würde ich sagen, war's das jetzt mal. Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, wie gesagt, dass ich vielen Leuten damit helfen konnte, die bis jetzt den Unterschied noch nicht kannten. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.